hier ist Maren von Quickit. Heute möchte ich euch den Unterschied zwischen dem Quickit Explore R2 und dem Explore 3 sowie dem Maker und dem Maker 3 vorstellen. Der Quickit Explore 3 und auch der Maker 3 haben drei Hauptunterschiede zu den Vorgängermodellen. Erstens, Sie können mit sogenannten Smart-Materialien direkt von der Rolle arbeiten. Zweitens, mit diesen Smart-Materialien sind Sie doppelt so schnell wie die Vorgängermodelle. Und drittens, damit können Sie bis zu 3,6 Meter Länge schneiden. Die Werkzeuge von Quickit Explore R2 und auch vom Maker sowie die Schneidematten sind kompatibel mit den neuen Geräten. Der Explore 3 hat genau auch wie der Explore R2 ein integriertes Ablagefach zum Aufbewahren eurer Werkzeuge, eine Innenablage zum sicheren Aufbewahren von euren Werkzeugspitzen. Auch die Werkzeughalterung ist gleich wie beim Explore R2. Neu ist nun diese Leiste. Und zwar ist diese zum Aufstellen eures Tablets oder eures Smartphones. Der Explore 3 hat kein Drehrad mehr. Und zwar erfolgt die Materialeinstellung beim Explore 3 direkt in Design Space. Eine weitere Neuerung ist, dass die Oberfläche nicht mehr glänzend ist, sondern es ist eine matte Oberfläche. Mit den Explore-Geräten könnt ihr eure Design ausdrucken und dann ausschneiden. Der Explore 3 kann dies nicht nur mit weißem Papier, sondern jetzt auch mit farbigem Papier. Der Maker 3 hat genau wie sein Vorgängermodell auch ein integriertes Ablagefach. Da könnt ihr eure Werkzeuge organisieren und auch sicher eure Werkzeugspitzen aufbewahren. Dann haben wir auch die Leiste, um euer Smartphone oder euer Tablet aufzustellen. Außerdem haben wir auch den USB-Anschluss zum Laden eurer Geräte und auch die Werkzeughalterung ist genau wie bei dem Vorgängermodell vorhanden. Alle Werkzeuge vom Maker sind kompatibel mit dem Maker 3. Wie bereits erwähnt, können der Explore 3 und auch der Maker 3 mit sogenannten Smart-Materialien arbeiten. Diese Materialien haben eine dickere Trägerschicht und ermöglichen so das Schneiden ganz ohne Matte direkt von der Rolle. Man kann das Material ganz leicht direkt in die Maschine einlegen und das Material bleibt ohne manuelle Anpassung ausgerichtet. Somit ist es zum ersten Mal möglich, Schnitte von unglaublichen 3,6 Meter Länge in einem Arbeitsgang vorzunehmen. Sensoren im Inneren der Maschine messen vor dem Schneiden das Material, um sicherzugehen, dass es ausreicht. Die neuen Maschinen verfügen über leistungsstärkere Motoren. Das zur Folge hat, dass mit den Smart-Materialien bis zu zweimal schneller geschnitten werden kann als zuvor. Und das bei gleicher Leistung und gleicher Präzision. Mit diesen Neuerungen könnt ihr mühelos und schnell große Bordüren und überdimensionale Wandtattoos zuschneiden oder einen ganzen Sternenhimmel erstellen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.